Ja, willkommen im Part 3 der Folge 2. Und zwar SmackDown. Es ist ein 6-Mann Battle Royal Over the Top Road. Und ja, der Gewinner bekommt in der nächsten Raw-Ausgabe ein Match um den WWE Championship. Also man kann da auf sich, also dieses Match wird wirklich hart für alle Konkurrenten, aber ich habe sie nicht alle vorgestellt, aber hier ist erstmal The Legend Killer, ein weiterer Erstellter von mir. Also das wird ein sehr hartes Match, weil, wie gesagt, wer hier gewinnt, bekommt nächstes Mal im Hauptmatch ein Titelmatch, und zwar um den WWE Champion Champion Gürtel gegen CM Punk. Ja, Entschuldigung, hier kann ich nicht alle Einläufe einlaufen lassen, weil es dauert sonst zu lange. Hier ist Kofi Kingston noch dabei. Dolph Ziggler. Dann Truth mit Little Jimmy. Und natürlich dabei der keltische Krieger Sheamus. Und dann beginnen wir auch schon. Oh, wir haben den letzten vergessen, und zwar Captain Charisma Christian. Ja, und jetzt sind alle da. Jetzt beginnen wir mit unserer Over the Top Rope Battle Royal. Und ich kann jetzt hier auch keine direkten Analysen geben, wer hier, es gab wen bearbeitet, ich sehe so viel, wie... Wie gesagt, ich kann jetzt hier keine direkten Analysen machen. Ja, Christian versucht hier Truth rauszuhauen und Sheamus versucht Kofi Kingston rauszuhauen. Und The Legend Killer bearbeitet hier mehr oder weniger Dolph Ziggler. Und der erste verabschiedet sich, und zwar Kofi Kingston, und R-Truth ist auch raus. Dann sind es nur noch vier im Bunde. Christian versucht Sheamus rauszuhauen und der Legend Killer versucht Dolph Ziggler rauszuhauen. Und Sheamus kann sich hier noch retten und Dolph Ziggler muss sich hier verabschieden und kann sich R-Truth und Kofi Kingston gleich anschließen. Ja, der wird ihm hier helfen. Christian und The Legend Killer arbeiten hier zusammen gegen Sheamus. Und ja, der muss hier kämpfen, um noch im Ring zu bleiben. Und muss sich jetzt aber letztendlich verabschieden. Und jetzt wird es für Christian sehr schwer. Denn hier kommt das Signature von The Legend Killer. Und jeder weiß, was das heißt. Es folgt auch noch gleich sein Finisher. Lustigerweise habe ich den gleichen Finisher gewählt wie Captain Charisma Christian, also Christian. Und zwar der Killswitch. Und er nimmt hier Anlauf. Und Christian muss hier ziemlich kämpfen, um hier noch im Rennen zu bleiben. Und jetzt wird hier versucht, Christian rauszudrücken. Und Christian kann sich aber befreien. Christian reversal schön. Also das wird hier ein harter Kampf. Denn die beiden stehen wieder, wie gesagt, mit einem Fuß jetzt schon in einem Titelmatch. Und
Der Legend Killer kann sich auch nochmal befreien und dreht hier die ganze Sache um. Und Christian ist aus. Christian ist raus. Und damit gibt's in der nächsten Raw-Sendung ein Titelmatch um den WWE Champion-Titel, und zwar CM Punk gegen The Legend Killer. Freut euch darauf und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.